Wir stehen hier vor den Resten des einstmals berühmtesten Prager Studentenlokals, des Schitka-Passes, von dem man hier nur mehr den Giebel sieht. Das Lokal kam im Jahr 1876 oder 78 etwa zu seinem Namen, als am Balkan der russisch-türkische Krieg um Bulgarien entbrannt war und da die Schlacht am Schitka-Pass stattgefunden hat. Der Wirt hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Osman Pascha, daher bekam er diesen Spitznamen. Ja, du so ad hoc. Ist das ein Profil verlangt? Na, was hat sich dort abgespielt? Die Studenten sind oft hier am Nachmittag oder am Wochenende hergewandert, haben hier im kühlen Schatten ihr Bier getrunken. Es herrschte hier ein eigener Kommand. Alle üblichen Bezeichnungen haben hier nicht gegolten. Besonders trinkfeste Studenten wurden zu Flamändern promoviert. Das war eine ganz besondere Ehre und Auszeichnung. Die Besonderheit war, dass Studenten jeglichen Couleurs hier anwesend waren. Der Wirt starb vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg seine Frau. Und damit ist dann dieses Lokal langsam der Vergessenheit anheimgefallen. Also 45 Jahre muss er das bewohnt worden sein. Das ist ja die Wirtszeit, die nicht da geschaut.